Achtung, Achtung, aufgepasst, Leute. Hier nochmal ganz kurz ein paar Rückfragen. Ich hatte vor kurzem ein internes Mitarbeitertraining zum Thema Social Media Marketing und da fängt jetzt auch nochmal eine neue Vollzeitkraft bei mir an, diesen Montag, also am 1. Juli 2024, und ich brauchte auch dringend Unterstützung und da kamen ein paar Rückfragen und ihr erinnert euch an das Video, nicht an das hier, sondern das steht hier auch noch irgendwo, mit das Video mit der digitalen Verfügbarkeit. Okay. Also, genau, das Video. Sorry für die, heute mal kein Anzug, aber die Klimaanlage scheint noch ein bisschen zu dauern. Und wir haben hier gefühlt irgendwie gerade 30 Grad. Also das tue ich mir jetzt nicht an, dass ich hier einen Anzug anziehe. Sorry dafür. Also, aufgepasst, Leute. Ich hatte hier Rückfragen. Okay, digitale Verfügbarkeit, das hat irgendwie jeder verstanden noch. Mentale Verfügbarkeit, das war auch noch okay. Aber hier zum Thema emotionale Verfügbarkeit, da gab es immer wieder Rückfragen und immer wieder auch, sagen wir mal, Verständnisfragen, ja, was es damit genau auf sich hat. In meiner Spezialisierung, also wir sind ja hier nicht nur einfach Marketing- oder Vertriebsexperten, wir sind ja auch Branchenexperten, eben für die IT-Dienstleistungsbranche, beziehungsweise für die IT-Branche, Softwarebranche. Ja. Und im Zuge dessen möchte ich hier einmal ganz kurz, innerhalb von 3 bis 5 Minuten hier nochmal durchziehen, anhand eines Beispiels, dass es wirklich verdeutlichen wird, um was es hier tatsächlich geht. Mal weg von IT-Branche, denn das ist tatsächlich eine Sache, die generell im Marketingvertrieb unfassbar bedeutsam ist. Ja? Und alle großen Brands, alle Sachen, die teilweise gar nicht mal, ja, wo wir gar nicht mehr merken, dass wir sie eigentlich kaufen und aus den Gründen kaufen und so weiter, da ist es überall mit drin und hier einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also digitale Verfügbarkeit, mentale Verfügbarkeit, emotionale Verfügbarkeit beim potenziellen Neukunden sozusagen, beim Interessenten, beim Kunden oder auch beim Bestandskunden oder auch beim Wiederkäufer. Die verschiedenen Käufertypen, wenn du das Video nochmal schauen willst, bitte hier oben klicken oder hier unten oder einfach auf meinem YouTube mal ganz kurz Käufertypen reinsuchen hier. Mein YouTube-Kanal Thomas Klein Neukundengewinnung. Dann findest du da diverse Videos und auch das zum Thema Käufertypen, wahrscheinlich sogar mehr wie eins. Ganz wichtig, weil das hier baut auf dem Video Käufertypen auf, okay? Und zwar jetzt hat hier das Ganze anhand eines Beispiels, das wirklich jeder kennt, mit dem sich jeder identifizieren kann, ein Brand, der Coca-Cola heißt, okay? Coca-Cola. Also, digitale Verfügbarkeit bedeutet, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was Coca-Cola ist. Ich habe Durst. Okay, das ist mein Problem, das ist mein Bedarf, das ist mein Schmerz, you name it, den ich lösen muss. Also gehe ich jetzt in der Regel in Google rein, ja, oder ich bewege mich gerade auf Facebook oder ich bewege mich gerade auf LinkedIn oder whatever, aber in der Regel gehe ich auf Google rein, wenn ich intrinsisch motiviert bin. Also ich habe Durst, ich bin intrinsisch motiviert, also gehe ich auf Google rein. Es gibt eigentlich fast nichts anderes, ja, und das schon seit Jahrzehnten eigentlich. Also alle Vögel, es gibt ja diesen Spruch, alle Wege führen nach Rom. Und ich würde als Marketer sagen, der jetzt wirklich schon auch Google SEO sehr gemacht hat, 2003 ungefähr ging es richtig los, was SEO betrifft und Google Ads und so weiter. England, in Rom, also in unterschiedliche Länder, kann ich sagen, viele Wege führen nach Rom. Ich habe tatsächlich auch in Rom 2 Jahre gelebt und dort Google SEO gemacht damals, 2004, 5, 6. Viele Wege führen nach Rom, ja, und viele Wege führen nach Google, ja, ist genau das Gleiche. Okay, Spaß beiseite. Also, ich habe Durst, ich gehe nach Google rein, suche und dann sehe ich hier irgendwie, das ist so ein braunes Gesöff, nie von gehört, aber da gibt es so ein paar Rezensionen, ja, idealerweise irgendwie so, okay, das hat mir gut geschmeckt und das hat mir auch gut geschmeckt und mir hat das auch gut geschmeckt, okay, klicke ich mal, kaufe ich, probiere ich mal aus, okay. Das ist digitale Verfügbarkeit. Ich habe ein Pain, ich gehe ins Internet rein, ich finde dich als Dienstleister, Produkt, whatever, und dann konsumiere ich dich. Okay? Mentale Verfügbarkeit ist, ich habe Durst, das Erste, an was ich denke, ist Coca-Cola. Okay? Ich schaue in den Kühlschrank rein, keine Coca-Cola mehr da. Was mache ich? Drücke den Bestellknopf. Wenn ich einen voll digitalisierten Kühlschrank habe, geht das sogar automatisch. Und heutzutage mache ich einfach nur tut,
Ja, wenn ich einen guten Kühlschrank habe, wenn ich einen altmodischen Kühlschrank habe, dann mache ich die Bestellung auf Amazon, klicke ich da ein bisschen rum, wieder bestellen, oder ich habe da bereits einen Wiederbestellknopf drin, dann muss ich nicht mal mehr das machen. Die meisten gehen aber noch in den Supermarkt, ja, und kaufen sich das manuell ein. Okay, das ist die mentale Verfügbarkeit. Okay, und jetzt die emotionale Verfügbarkeit. Also ich meine, bis dahin haben es dann auch die in der internen Workshop-Runde, Training-Runde, die ich gemacht habe. Einige davon waren halt auch noch ein bisschen jünger und so mehr oder weniger frisch von der Uni, na, so bis vor ein, zwei Jahren noch, oder teilweise komplett frisch von der Uni. Und da lernt man in der Regel auch eine Menge Zeug, aber manches eben doch nicht. Emotionale Verfügbarkeit ist Folgendes. Kannst du dich noch erinnern, als du jung warst, also als ich so 20, 25 war oder auch 30, bin permanent irgendwo weggegangen, Bars, Diskotheken, ich war sogar teilweise mal ein DJ. Und jeder hatte so seinen Drink, ja. Der eine, grundsätzlich, wenn wir reingegangen sind in die Diskothek, sofort zur Bar, als ich in England gelebt habe, da war das ganz krass, ne? Also, let's go to the pub, ja, und jeder hatte seinen Drink. Also, in der Regel, besonders Männer, die they don't try out, ja, also die gehen jetzt nicht in den Pub rein und schauen sich dann die Menükarte durch und überlegen sich, welches Bier trinke ich heute 50 Minuten lang und so weiter. Nein, die gehen ins Pub, have a pint, have a Guinness, have this, have a Lager, ja, eine halbe, eine weiße, eine Erdinger. Jeder hat sein Ding. Wenn du mal in den Supermarkt reinschaust, also, oder wenn du einfach Bekannte fragst, und die gehen dann ihr Tragel Bier nachfüllen in Bayern, ja, es ist immer das Gleiche. Mein Vater trinkt das gleiche Bier seit, ich weiß nicht, 40 Jahren oder so lange es halt das schon gibt. Ja? Kaum geändert. Das ist alles, hat alles mit emotionaler Verfügbarkeit zu tun, mit dieser Emotion. Woher kommt das? Bei mir war es zum Beispiel fast ein Jahrzehnt lang immer der White Russian. The White Russian, ja? Das ist irgendwie so ein milchiger Wodka-Drink. Und bis ich dann mal irgendwann ein Jobinterview hatte und dann wurde ich da eingeladen und so weiter und dann musste ich da irgendwie 17 Stück davon trinken. Ich glaube, dann habe ich dann keine mehr getrunken. Das ist auch emotionale Verfügbarkeit, nur im negativen Sinne. Okay? Gebe ich euch gleich noch ein direktes Beispiel. So, jetzt blitzt es auch noch. Super. Woher kommt es? Okay, du hast irgendwann mal, genauso wie beim Zigarettenrauchen, habe ich letztes Mal ein Beispiel gebracht, du hast irgendwann mal hast du deinen ersten Whisky-Cola. Mal angenommen, dein Drink ist Whisky-Cola. Gibt es ganz viele Whisky-Cola, okay? Jedes Mal, wenn sie weggehen, wenn sie jung sind zum Beispiel. Irgendwann mal hast du eine Whisky-Cola gehabt, irgendeine Party, Geburtstagsfeier, als du 16, 17 warst und so weiter. Und hast im Zuge dessen, hast vielleicht eine zweite, eine dritte Whisky-Cola gehabt, im Zuge dessen hast du ein nettes Mädel kennengelernt. Okay, vielleicht sogar dein erstes Mädel, was weiß ich. Ne? Eine tiefgreifende, emotionale, ein emotionales Ereignis hat sich verknüpft mit dem Getränk, welches du damals getrunken hast. Ganz, ganz wichtig, okay? Und jetzt 2, 3, 4, 5 Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte später, vielleicht sogar 40 Jahre später, trinkst du immer noch die Whisky-Cola, wenn du weggehst. Nicht unbedingt wissend, dass du dies tust, weil du irgendwann mal diese wirklich absolut einschneidend positive Erfahrung hattest, in Verbindung mit der Whisky Coke, und unterbewusst sozusagen befiehlt dir dein Gehirn, das immer wieder zu nehmen und zu trinken, weil es sozusagen mit der Bedürfnisdeckung der Fortpflanzung sozusagen kompatibel ist. Okay, und wir haben eigentlich nur zwei Urtriebe, es ist die Fortpflanzungstrieb und das ist der Selbsterhaltungstrieb. Okay, eigentlich bewegt uns, egal was wir machen, nur diese zwei Dinge. Also wirklich alles, was wir tun im Leben, Auf diese zwei Dinge letztendlich reduziert sich's, insbesondere wenn du auf dem Level bist von unter 1 Million Euro Umsatz im Jahr oder sagen wir oder Vermögen oder sowas, ja, also dann sowieso. Also wenn du jetzt sozusagen so irgendwie so ein super Billionär bist und so weiter, dann ist es häufig so, dass du dann irgendwie so da gibt's diese Laszlo-Pyramide, dass du ganz oben dann, wo das Erleuchtungsauge ist, ja, dass dann irgendwie so esoterisch wirst, weil du einfach keine echten Probleme mehr hast, dann hast du halt einfach machst du dir andere Probleme, die eigentlich gar keine sind. Also dann bist du meistens irgendwie so abgespaced und auch teilweise anfällig, wie so ein Tom Cruise, ja, anfällig für Sekten und solchen Kram. Ja.
weil du dann irgendwie nach Sinn suchst und nach Purpose und so weiter. Nicht alle, aber manche. Ne? Aber so auf den unteren Level, wo halt einfach die allermeisten zugegen sind, egal ob du jetzt eine Mio machst, selbst da, ja, also was ist heute schon noch eine Million im Jahr? Wenn du ein paar Angestellte hast, ist es gar nichts. Also du musst schon mal mindestens 10, 20 Millionen im Jahr machen, je nach Geschäftsmodell, bis du letztendlich von diesen Grundbedürfnissen komplett mal wegkommst. Ja? Die Inflation holt uns ja auch permanent ein. Also es ist ja echt ein Rattenrennen, ein Hamsterrad eigentlich. Also es ist schon also ein Rennen, ja, Rattenrennen nicht, aber weißt schon. Okay, zurück zum Thema, okay. Ich habe jetzt gleich noch eine Schulung, da bereite ich auch noch mal was vor und da lasse ich euch auch noch mal Ausschnitte teilhaben. Denn ich bin einfach viel besser, wenn hier Leute sitzen und ich tatsächlich mit Leuten spreche, als wie immer nur mit der Kamera zu sprechen. Das, ehrlich gesagt, geht mir jetzt langsam auf den Sack, aber gut. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt zukünftig Videos, YouTube-Videos mache, wo ich tatsächlich mit Leuten spreche und dann mich dann dabei aufnehme und dann da Cuts rausnehme, natürlich mit der Erlaubnis der Leute und so weiter. Ist halt ein bisschen komplizierter. Aber ansonsten bin ich wesentlich besser im Vortragen mit Leuten als wie ohne Leute. Das ist auch eine Sache, an die ich mich selbst nach 2000 oder 3000 YouTube-Videos noch nicht gewöhnt habe, wirklich. Na, aber es ist einfach nicht das Gleiche, wenn du eine Person sitzt, ist ja ganz logisch. Ich spreche mich hier quasi, weißt du, wenn du so YouTube-Videos aufnimmst, machst du eigentlich ein Selbstgespräch mit einer Kamera. Wenn hier wenigstens ein Spiegel wäre, ja, wäre es noch einfacher. Okay, also du musst ja auch noch in die Linse schauen. Du darfst ja nicht mal ins Ding schauen, wo du dich selber siehst, sondern nur in die Linse. Ja? Das macht es ja noch schwieriger, das Ganze. Also das ist irgendwie schon krass. Okay, genau. Und die Emotion, noch ganz kurz ein Beispiel, wie ich es vorhin erwähnt habe, wie ich versprochen habe. Der genaue Gegenteil wäre der. Ich habe irgendwann mal als Zivildienstleistender, als ich so 25 war, habe ich Zivildienstleistender in so einem Krankenhaus. Und da gab es eine Party, meine Geburtstagsparty, glaube ich, war das sogar. Und da habe ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Wodka getrunken oder sowas. Und dann musste ich irgendwie 4 Stunden lang kotzen. Und seitdem, glaube ich, habe ich dann nie wieder Wodka getrunken oder sowas. Reinen Wodka. Also das ist sozusagen die umgekehrte emotionale Verfügbarkeit. Also im negativen Sinne. Na? Also nicht umgekehrt, sondern auch emotionale. Egal. Letztendlich unterm Strich mit der Whisky-Cola das Beispiel. Am Ende des Tages ist es ja so, haben sie auch schon ein paar Tests mal gemacht, dass wenn du weggehst und du dann sozusagen gar nicht mehr drüber nachdenkst, dass du Whisky-Coke die ganze Zeit trinkst und warum, es eigentlich gar nicht relativ egal ist, was eigentlich in dem Glas drin ist. Ne? Das könnte sogar irgendwie eine schlechtere Coke sein zum Beispiel. Oder besonders wenn du abends ein bisschen feierst. Teilweise haben die dann irgendwelche billige Coke da drin, Coca-Cola oder irgendwas aus dem Aldi. Und das merkst du alles gar nicht mehr. Ja, weil letztendlich, es geht gar nicht mehr darum, was eigentlich im Glas ist. Irgendwelches Gebräu, Gesöff. Ja, oder welcher Whisky das jetzt tatsächlich ist. Das schmeckst du eh kaum raus. Sondern es geht nur um sozusagen die Assoziation mit dem Getränk. Und da du ja nun mal nicht Whisky-Cola trinkst, während du in der Arbeit sitzt, während der Arbeitszeit oder während des Tages oder sowas, ja, sondern immer, oder auch nicht alleine für dich zu Hause, Gott hoffentlich, Gott sei Dank, sondern wenn du eben coole Leute triffst. Also coole Leute treffen ist gleich Whisky-Cola trinken, ja? So diese Assoziation. Und jetzt magst du dich fragen, okay, was redest du jetzt eine halbe Stunde von Coca-Cola? Erzähl mir mal was, wie man das also in der Softwarebranche alles sozusagen umsetzt, ja, und implementiert und darauf anpasst. Und dann sage ich, sehr gerne, buch dir dazu bei uns einen Termin. Okay, weil das ist natürlich den Leuten vorenthalten, die natürlich hier, ja, wie soll das anders sein? Die natürlich hier das Commitment machen, ja, das schöne rote Commitment. Ja, also das ist unser Funnel. Jetzt gerade bist du in der Sichtbarkeitsebene, YouTube. Ja, Engagement, du könntest hier liken, teilen, mir einen Kommentar da lassen und so weiter. Und wenn du uns einen Termin buchst, geht es ins Commitment rein, weil da musst du deine konkreten Kontaktdaten da lassen. Letztens hat sich quasi die Ehefrau von einem Geschäftsführer eingetragen. So, jetzt habe ich die Handynummer von wahrscheinlich auch die Assistentin oder Sekretärin, aber eben nicht vom direkten Ding, vom CEO. Ne? Also da muss man dann auch nochmal schauen. ja, kann ja nichts dafür. Also,
Commitment, ja, und hier Termin eintragen und dann gibt es hier unten auch sozusagen nochmal ein paar Goodies, ja, okay, bis zum nächsten Mal. Also ich hoffe, es ist jetzt auch da draußen, wer auch immer hier auf YouTube zuschaut, nochmal dieses mit emotionale Verfügbarkeit und so, also wenn du das hinkriegst, ist das natürlich das highest level überhaupt, ja, also es ist schon wirklich high level, wenn du quasi mal ein Brand hast, wo jemand an eine Sache denkt, Durst, und denkt dann gleichzeitig an Coca-Cola. Ein gute Idee gebe ich noch gratis raus. Du musst dir denken, okay, in den großen Firmen sitzen Einkäufer, die haben ihre Listen, Lieferantenlisten und so weiter. Dann haben sie Produktmanager und andere Typen, ja, von sozusagen Influencern, Einkäufern und Entscheidern. Und du weißt eigentlich nie so richtig, bei jeder Firma könnten es wieder unterschiedliche Konstellationen sein. Was du dann eigentlich machen musst, ist letztendlich so 30, 40 Key-Accounts dir raussuchen, pro Person, ja, die sie dann bearbeiten, immer wieder quasi in Erinnerung rufen, sodass du diese mentale Verfügbarkeit, die ich gerade hier stehen hatte, dass die eben gegeben ist. Sodass, wenn die dann mal jemanden brauchen, was du ja nie wirklich wann, wie, wo, was wissen kannst, dann sofort im Kopf bist bei denen, dann wirst du angerufen, e-mailt und so weiter und dann als Dienstleister mit reingenommen. Und das ist ja eigentlich das A und O, was dahinter steckt. Ja? Also ist eigentlich auch sozusagen, du musst da einfach mal rein. Und was noch wichtig ist dabei zu bedenken, ist, dass da natürlich immer wieder auch zu schauen ist, welche Branche und welche Firmengröße targetierst du. Weil je nach Branche und Firmengröße kann sein, dass da unterschiedliche Einstiegshürden sind in Sachen Zertifizierung und länderspezifische Einstiegshürden. Ja, du hast ganz andere Zertifizierungen beim deutschen Autobauer. Beim chinesischen Autobauer hast du nochmal andere Einstiegshürden, als wie jetzt vielleicht irgendwie beim südamerikanischen oder sowas, ja. Lebensmittelhersteller oder Rohstoffhersteller oder sowas, ja, die haben vielleicht nicht so Einstiegshürden. Ne? Die sagen einfach, can you do the job, und dann ist okay. Ne? Also, oder türkischen oder sowas, ja. Die sind ja eher pragmatischer. Okay, deswegen internationalisieren wir jetzt auch gerade. Und ich habe ganz am Anfang ja gesagt, dass ich jetzt eine neue Person einstelle, Vollzeit. Fängt am Montag an, die macht auch Vertrieb bei mir. Und ich stelle keine Person mehr ein bei mir, die nicht mindestens 3 Sprachen fließend kann. Deswegen ist es auch so mühsam und auch so aufwendig und es dauert auch länger, als wenn du einfach gute Leute nimmst, die halt aber keine 3 Sprachen kann. Also das ist so eine der Grundvoraussetzungen. Ich stelle niemanden mehr ein, der nicht mindestens Deutsch und Englisch fließen kann und dann noch eine 3. Sprache, je nachdem, in welchem Bereich wir gerade versuchen, noch ein bisschen zu expandieren. Ja, aktuell zum Beispiel mindestens noch eine 3. Sprache. Gern gesehen irgendein osteuropäisches Land, ja, weil da passiert jetzt wahrscheinlich in Zukunft in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr viel. Und gleichzeitig ist es in der gleichen Zeitzone und so weiter und so weiter. Und viele, viele Industrien in Ostdeutschland gehen dahin, aus den besagten Gründen, Zeitzone und so weiter und Nähe und das alles und EU und Regularien. Natürlich ist auch USA nicht zu unterschätzen, aber ja, es ist einfach eine andere Zeitzone, nochmal andere Mentalität und nochmal viele Dinge auch sind nochmal anders. UK ist so ein komischer Stück da oben jetzt, der kommt nicht mehr zur EU, aber ist gleichzeitig noch interessant und so, ganz interessant auch, da war ich ja auch 7 Jahre lang. Also das ist auch was, wo ich im Zuge dessen mit dem sozusagen sich listen lassen, Einstiegshürden und so weiter. Also Regionalität, Branche und dann Firmengröße. Und da gibt es schon so Nuggets und so Sweet Spots, wo du sagst, es ist schon eine relativ große Firma, aber von der Branche her nicht ganz so reguliert, als dass du als externer Dienstler reinkommst und gleichzeitig in der Region, wo sie, sagen wir mal, wo es einfach ist, Geschäfte zu machen, weil sie der EU angehören oder wo sie halt gute Sprache sprechen, die alle verstehen. Deswegen ja auch die Sprache, das unterschätzen viele, deswegen eben auch diese Kriterien bei mir im Recruiting bei Clan Marketing, dass ich keinen mehr einstelle, der nicht mindestens 3. So, jetzt duscht es draußen, jetzt wird es wieder kalt, also es geht ständig auf und ab in Deutschland. Das ist echt. Wer da nicht krank wird, sorry. Ne? Entweder ist es zu heiß oder zu kalt. Okay, so, bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt Schluss. Ich habe noch was zu vorbereiten. Heute Abend nochmal ein Training hier. Das werde ich aufzeichnen, wie gesagt, dann natürlich kleine Snippets davon auf YouTube hochladen. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Einfach schon mal abonnieren den Kanal und Daumen da lassen und kommentieren sehr gerne. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.